Fuck shit. Morgen Jungs und Mädels. Cooler Demon Mutter. Herzlich willkommen zu SCP Containment Breach. Standardfolge. Ja. Wie wir es in letzter Zeit öfter haben, es gibt leider nichts Neues. Und wir kriegen die Box of Horrors nicht zum Laufen. Ja, da sagt er hier, missing irgendwas, Sounddatei, die aber im Ordner drin ist. Ja. Ein Dummkopf einfach. Ein Dummkopf, was der will, ey. Ist sowieso noch 1.05. Ja. Nichts Neues eigentlich. Das ist jetzt 1.06. Hier, die Version, ihr wisst schon, hier, ohne Treppen und so. Jetzt seid ihr völlig durcheinander. Start! Ja. Ja, man kann ja keine Treppen mehr gehen. Ne? Außer mit Anlauf. Mit Anlauf geht das natürlich. Ja, aber wenn das du braucht unheimlich viel Stamina. Also wenn, das heißt, man, wenn man da diesen... Ja, wenn... Dieses ja, Ders bei ja, hier 6A2 gehen will, dann brauchst du hier zweimal Anlauf. Also du musst erst die eine hochlaufen, verbrauchst dabei deine ganze Stamina, dann musst du hier auf diesen... Mitteldings, da musst du dich erst hier regeneraten und dann kannst du dann mit Anlauf dann nochmal die zweite Etappe hochlaufen. Und? Runter geht. Runter wenn du kommen sie alle. In der runter kommen sie alle. Ich hab grad gedacht, wir wären hier in 914 drin. So. Ah, das ist Intro angelassen. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das ist was Intro. Ja, ich hab's extra weggemacht. Genau, und wenn du nämlich in der Pocket Dimension warst, dann kannst du gar nicht mehr die Treppe gehen. Weil dann kannst du keinen Anlauf mehr nehmen. Weil du nicht mehr rennen kannst. Eventuell. Eventuell. Also das ist es random. Schwerspudel. Oder die Pille. Echt jetzt? Aber das mit dem Bein konnten wir noch nie heilen. Ey, das ist ein Geschmack. Die Pille halt alles. Und die Strange Bottle. Die Pille halt gar alles. Wo wir gebleedet haben, da hat es da auch den Blatt rausgemacht. Nein, die Pille halt alles. Die Pille halt. 100%. Scheiße. 100%. Du laberst doch Zeug. 100%. Guck, du hast schon der Club, da steht nichts. Außer der wird jetzt getroffen. Ja, weil ich weggeblieben bin. Wenn es weg bleibt, passiert nichts. Genau. Das ist dein... Ja? Deine Rule. Ja, das ist die Rule von Rudy. Aber wenn der... Wenn es weg bleibt, passiert ja nichts. Dann hat Cody keine Sache. Verarschen kann ich mich selber. Das kenne ich halt nicht, weil ich nicht arbeiten gehe. Wenn es weg bleibt, passiert ja nichts. So. Ich chill lieber im Hörsaal. Yay! Klappt doch richtig gut bis jetzt. Findest du? Noch hast du keine Karte gefunden. Junge! Guck mal, ist sie da? Du musst sie finden. Jetzt ist sie da. Nimm den Cup mit. Können wir uns einen Milchshake reinmachen? Ey, haben wir das eigentlich eingegeben mal? Bei den Automaten? Milchshake. Ne, wie heißt denn Milchshake? Milkshake. Milkshake? Ja. Really? Hingekackt. Nein, geh da nicht runter, du verkackst doch da eh wieder. Okay. Hast schon gedacht. Wo komme ich jetzt her? Von da, ne? Ja. Oh, er muss doch runter, shit. Oder ich kann auch zurückgehen, oder? Fuck, shit. Kann er runtergehen? Ich spiel hier an der Flasche rum. Das möchte ich nicht, aber ich tue es manchmal. Bing, bing, bing. So, jetzt. Who the hell is there? Junge! Dude! Enjoy yourself! Okay, was... Oh! Oh, oh! Der ist schon voll nah. Ja, das ist eigentlich behindert. Wenige... Ja. Könntest du bitte nicht behindert sagen? Ich finde das nicht in Ordnung. Auch wenn es voll behindert ist. Oh, jetzt ist er schon weg. Ja doch, ist doch gut. Ja. Sauf nicht, dass der hinter dir dich einholt. Oder meinst du, der andere dreht um? Weil wenn ich jetzt... Weiterlauf. Dann? Dann bleibt der andere nämlich stehen. Oh, 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 fuck, shit! Oh, 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 rechts, geh da rechts, geh da rechts, geh da rechts, geh da rechts, geh da. Oh, geht's da durch? Nein. Da geht's nicht durch, da ne? Geht's nicht durch. Ja! Yo! Junge, wir haben's richtig. Nicht erschrecken. Nein, da geht's nicht lang, shit. Da geht's nicht lang. Fuck. Was machst du? Der folgt dich nicht mehr. Der verfolgt dich nicht mehr. Ja, aber der andere ist doch da, da komme ich nicht. Hast du Angst vom Rohr des Grauens oder was? Hello? Ich habe Angst vor dem Roten, also. Wo ist denn der? Da vorne ist er. Oh ja, doch, der ist wirklich da. Aber da kommt er auch nicht rein, ne? Deswegen verstecke ich mich jetzt hier.
Das checkt der nie. Los, setz die Maske auf, er kommt. Ich hab keine Maske. Nein, von Maschen. Komm. Ach, warte, das ist jetzt Witz bald. Kaputt gemacht, das danke. Links, oder? Ja, oh, wow. Mausback. Der wäre fast deadly gewesen. Und noch ein paar Schritte weiter und... Oh, muss wieder hier. Haben's geschafft, Leute. Jetzt müsst ihr da stehen. Und dann würde ich mich umdrehen. Jetzt mal ging es um YouTube-Videos von damals. Was gibt's noch von damals? Ich finde diese Nostalgie-Talks finde ich gut. Was gibt's noch? Was gab's noch früher? Na, du versuchst es gerade zu erzwingen. Ja und? Dann klappt das nicht. Wieso? Ist doch egal. Wenn ich über was reden will, dann rede ich jetzt darüber. Dann gleich mal. Tja, also, was gab's denn da? Und komme ich dir schon bekannt vor? Du hast sicherlich auch mit Lego gespielt. Ja, aber mir hat mir so das Bauen Spaß gemacht. Wenn ich dann fertig war mit Bauen. Ja, klar. Das war, glaube ich, bei jedem so irgendwie. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Das war genauso wie bei Sims. Da habe ich immer Häuser gebaut und so, alles eingerichtet und danach hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ja jetzt Lego Minecraft irgendwie. Lego Markcraft. Markcrafter. Ja, eigentlich ist es eine coole Idee, aber andererseits. Ja, keine Ahnung, wenn ich Minecraft spielen will, dann spiele ich Minecraft, oder? Ach, keine Ahnung, weiß nicht, was ich davon halten soll. Was haltet ihr davon? Ich bin da so. Ja, neutral eigentlich. Ich habe nichts mehr mit Lego am Busch. Nett? Auch nicht. Ja, ich spiele auch kein Lego mehr, aber. Und Minecraft eigentlich auch nicht. Ja, das sowieso nicht, ja. Was mich fasziniert sind so, wenn Leute in Minecraft halt so riesige Sachen nachbauen, zum Beispiel die Enterprise habe ich schon mal gesehen. Ja. Oder so einen fetten Sonic. Maßstab 1 zu 1 quasi. Ich habe schon mal so einen fetten Sonic, was war das du? Den Mausbug, der gleich kommt? Ja, genau. Junge. Ey, früher habe ich immer, da gab es bei McDonalds diesen Action Man, kennst du den noch? Den Action Man? Nee. Mit dem habe ich immer gespielt, ey. Im Happy Meal. Was waren da immer drin? Da war ich voll der Scheiß drin. Als ich jung war, hieß es Happy Meal noch Junior-Tüte. Junior-Tüte, ich glaube, das hieß es nur bei den Assis, oder? Nee, das ist echt mal Junior-Tüte. Ich dachte, ja. Das haben meine Eltern immer nur so gesagt, weil das. Keine Ahnung. Okay. Junior-Tüte, okay. Dann hieß es also wirklich so. Ich finde es voll doof, dass es für Jungs und Mädchen immer ein Spielzeug gab. So voll sexistisch, oder nicht? Du wolltest immer die Spielzeuge für ein Mädchen. Ja, und warum ist ein Spielzeug für Mädchen, bitte? War ich da schon, oder? Das verstehe ich nicht. Das heißt, dass der Tunnel in dem Fall vermeidbar gewesen wäre. Ja, da ist die Tür gerade zugegangen, Junge. Das macht nichts. Die Tür darf auch mal zugehen. Okay. Alter, was mir gerade einfällt, kennst du noch dieses Mickey Mouse Magazin? Kanntest du es auch? Da waren immer so sinnlose Sachen drin irgendwie, aber die waren irgendwie auch cool. Ich hatte mal eine Witze-CD. Eine Witze-CD? Mit richtig schlechten Witzen. Okay. War die auch da drin? Ja, glaub schon. Da waren sogar mal Spiele drin, da war Big Fun, zum Beispiel, Fun-Flitzer drin war da. Wie sagt ein Kannibal zu einem Skater? Rollbraten. Ja, und nach den Witzen waren dann immer so komische Lacher. Ey, komm, ja, genau, wir blenden dann auch Lacher ein. Nee, machen wir nicht. Nicht? Wieso nicht? Ach, bist du wieder zu faul, oder? Ja. Mehr als ein Intro einzufügen. Hab ich keine Lust zu. Er ist ganz faul beim Schneiden. Schade. Aber hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ja, und jetzt weiß ich auch warum. Und was war noch drin? Furzkissen waren immer drin oder so. So Glibber-Sachen irgendwie. Na, so oft habe ich es nicht gekauft. Ja, mein Dad. In meinem Leben vielleicht 3 oder 4 Mal. Nee, ich habe es nicht gekauft, aber wir haben das immer gekriegt, weil wir so. Mein Dad hat eine Wirtschaft, damit die Zeit steht. Der hat die Tür aufgemacht, Junge. Der hat die Tür aufgemacht, der, weil das kann. Der hat die Tür aufgemacht. Und nicht. Na? Ja. Hat jetzt aufgemacht, das wäre lässig. Der ist eh wieder da drin und dann erschrickst du hart. Oder ich erschreck hart. Mach bitte keinen Scheiß, okay?
Mach bitte keinen Scheiß, okay? Blink. Letztes Mal, wo ich gestorben bin, war es ja nicht, weil er mich irgendwie angegriffen hat, sondern... Du bist ein Spaß, Alter. Ich kann auch nichts erzählen, Junge. Nee, war weil ich dann verzogen habe, weil ich so erschrocken bin. Also, habe ich mir die Maus weggezogen und dann war es natürlich vorbei. Ja, Blutfleck. Hat doch nix. Das heißt, die Putze hat ihren Job nicht gemacht. Wie sagt man? Egal. Not erstaunt. Nee. Ein Blutfleck. Mein Gott, das ist SCP. Mein Gott. Hast du schon den Fahrstuhl gesehen? Hast du doch in deiner Episode gesehen? Ja, da ist die Soße ordentlich rausgekommen. Da muss die Soße richtig rein. Ich meine, ich hab schon alles gesehen hier bei SCP. Hör mal auf, ja. Ja? Nee. Ein Update kommt dann, also wir machen noch bis 100, hätte ich gesagt. Und dann... Ich hätte gesagt, wir machen so lange weiter, bis die Zuschauer nichts mehr sehen wollen. Aber die Zuschauer, oder? Das Thema hatten wir doch schon. Die Zuschauer, die haben uns wegen SCP abonniert. Die wollen SCP sehen. Ja, wir können ja mal wieder so einen aktuellen Stand abfragen. So, wie ist das Interesse noch? Ja. Stopp. Weil wir richten uns ja auch nach euch. Wir haben ja sogar jetzt SCP, Ding. Wenn es wegbleibt, passiert dir nichts. Ich rede gerade. Das ist halt echt so. Wenn es wegbleibt, passiert dir nichts. Hast du gerade gesehen, ich bin weggeblieben. Also, du musst auch manchmal Sachen riskieren, weißt du? Passiert. Genau, was ich sagen wollte, wir haben sogar hier Five Nights 2 gespielt. Ich hab keine Guts Mask. Ja, obwohl wir es nicht wollten. Wie wollte das? Ja, siehst du? Das ist nämlich der Point, den darauf wollte ich hinaus, ja. Gut. Warte mal, das muss man nicht wegbleiben. Du breakst deine Rule. Ja, man muss auch manchmal riskieren, sage ich ja gerade. So. Jetzt? Gehst du rückwärts durch, Junge? Geschwindi, geschwindi. Die Gasmask nicht aufgehabt. Ich hab keine Gasmask. Ich hab doch schon gesagt. Oh. Na toll, das ist jetzt. Armer Philipp. Das ist jetzt aber nicht so schön. Ab den Teddy Mann. Oder nicht? Und damit kann ich nicht viel anfangen. Take me in Arsch. Jetzt ist er da draußen, oder? Meinst du, ist er weg? Wir sind. Ah, er ist noch da. Nee, ist noch S da. Ist noch da. S oder R? S ist noch da. Und ich komme da nicht vorbei. Nee, sagen wir, er hört sich lustiger an. Er ist ein nicer Dude. Das SCP einfach. Das SCP, ja. Scheiße. Fuck shit, alles klar, vorbei. Junge. Glück im Unglück. Sau geil. Ah, du hast gesagt, ich kann hier kein nichts erzwingen. Ja, jetzt haben wir doch über Zeugs geredet, wie ich wollte. Ja. Ja. Das war Glück. Ja, Glück. Ich hab's auch nicht erzwungen. Ich finde es einfach cool, weil. Die besten Witze sind die spontan kommen. Das waren keine Witze. Ja, ich meine, sowas Spaß macht allgemein so. Spaß kann man nicht erzwingen. Ist einfach so. Doch, ihr könnt den Spaß erzwingen, indem ihr unsere Videos guckt. Erzwingt ihr den Spaß? Echt? Weiß ich nicht. Fragt Zuschauer. Ich habe jetzt absolut keinen Plan, wo ich noch nicht war. Du erzwingst den Spaß doch immer auf deinem Sofa. Ich bin durch den Tunnel gegangen. Und bin aber dort rausgekommen, wo ich schon mal war. Und seitdem habe ich die Orientierung so einigermaßen verloren. Ist nicht mehr genital, die Orientierung. In diesem Fall nicht. Da bin ich jetzt zum dritten Mal hier. An dieser Stelle. Wir wollen ja den Forest mal sehen, also mach jetzt mal. Ja, ich musste erstmal hier in einen Fort hin. Mach jetzt mal! Ich will den Forest. Ich will HD Material. Der kommt, ja. Der Forest, der kommt. Ihr wollt doch auch den Forest. Wir wollen da auch durch. Ich will das SCP nochmal sehen. Wobei, wenn wir das SCP sehen. Oh, jetzt ist es offen. Ja, weil ich nicht zugemacht habe. Wenn wir das SCP sehen, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dann schaffen wir den Forest nicht. Meinst du, es kann da raus? Kann es durch die Tür? Oh, das wäre mal eine harte Frage. Oder? Ich glaube nicht, das ist ziemlich groß eigentlich. Ja, das stimmt, ne? Das ist jetzt die Frage, ne? Leute, wie ist das? Kann das SCP entweichen aus dem Forest? Entweichen wie eine Flüssigkeit? Das wäre nämlich richtig brutal. Brutal. Brutal, wenn der uns, ey, folgt, ey.
Wo ist denn dieses Brutal eigentlich? Brutal, ich glaube, das ist von, Schwester, ja. Von dem Teddy Comedy, weißt du schon, der, was laberst du? Echt? Ja, ist brutal. Den mag ich überhaupt nicht. Letztens ein Video gesehen, das fand ich gut. Fritzchen und seine. Das fand ich gut. Fand ich gut, ey. Fritzchen und seine Oma. Könnt ihr mal anschauen, das fand ich ganz lustig. Weil es hat nämlich absolut keinen Sinn. Aber diesen Humor mag ich eigentlich, wo keinen Sinn hat. Verstehst du, was ich meine? In gewissem Maß mag ich den auch. Zum Beispiel Drawn Together. Ey, das wollte ich gerade sagen, Mann. Drawn Together fände ich irgendwie voll genial. Wieso? Weil du Humor über Schwule magst? Ja. Oder rassistischen Humor? Ja. Die Sendung besteht doch nur aus diesen zwei Dingen. Ja, und ist doch lustig. Irgendwas über Schwule oder über Rassismus irgendwie. So, dala. Aber das so übertrieben dargestellt ist, kann man sagen, dass es eigentlich kritisch ist, so gesellschaftskritisch. Oder meinst du, das kann man sagen? Nee, ist einfach nee, nur. Es ist einfach nur. Schwulen Humor. Aber es ist lustig. Weil die halt auf Klischees so drauf rumreiten. Schaffen noch eins, nee. Nein. Du hast Very genug gedroppt. Fine. Junge. Ich hab schon wieder Hunger, ey. Komm, wir gehen was essen. Nee, ich hab was gegessen. Oh, was hast du da angestellt? Guck mal, komm aus dem Boot. Are you sure? Oder oh, Alter, hat er eine neue Animation? Jetzt nimmst du die Karten. Ja, du kannst weg, du kannst weg. Wir haben genug. Wo lang? Wo musst du lang? Blut. Keine Ahnung. Blut auf der Straße. Guck mal da lang. Oder roter Teppich. Bam. Yo. Ich habe halt keine Strange Bottle. Ist jetzt auch nicht so toll. Naja. Was ist das? Stamina. Ach, das ist die Gasmaske. Da schnauft man so. Das war noch nie, oder? Das ist halt nicht die Ultimate Gasmask. Deswegen ist es da ein bisschen. So. Ich muss ein bisschen fester ziehen. Ich wollte, dass du da hier zu fest dran ziehst. Läuft gut bis jetzt. Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Etwas verzögert, aber es läuft. Ich wollte gerade hier so den Arm drauflegen und dann war da gar kein Schreibtischstuhl. Ich bin fast aus dem Bild gefallen. Plumps. Das wäre ein bisschen lustig gewesen. Muss ich an der Stelle zugeben. Ja, ich kann ja mal versuchen, ob ich aus dem Bild falle. So, jetzt müssen wir einfach nur noch den Übergang in die nächste Saison finden. Nein, halt. Stimmt. Wir wollen den Key. Wir wollen den fucking... Wollen wir noch ein bisschen weiter suchen? Fucking Key, ja, den fucking Key suchen wir jetzt, verdammt. Dann bin ich, glaube ich, schon mal vorbeigelaufen, oder? Könnte sein, ja, weil er war auch offen. Vor geraumer Zeit. Oh, ist es? Ist es denn? Das ist der Infinite, da war ich gerade eben. Shaw? Da bin ich gerade eben vorbeigelaufen. Oh. Entschuldigung. Das erkennt auch daran, dass es, wenn es dunkel wird. Oh, oh, SCP, mach dazu. Disk, ha, ha. Hans, vergess! Mein nee. Freund und Spargelstecher. Oh, Antoine. Jetzt musst du da durch, Mann. Na gut. Tausch mal halt. Ist vor der Tür. Tausch mal halt, ne? Wie? Tausch mal? Changer. Du gehst da rein, er geht da rein, oder wie? Ja. Eine Rochade. Genau. Charade. Charade. Was war denn Rochade? Weiß ich nicht. Ne, Charade ist auch was anderes. Charade ist verkleiden, oder? Das ist nicht Charade. Ein Spiel, glaube ich. Schade, ey, ich bin ja, wo du so, so dumm, mit Gestik hier so Sachen, so Begriffe machen musst. Ah, oder? Stimmt, Scharade, das war Scharade. Schade. Dann habe ich auch recht gehabt. Rochade beim Schach, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, hier ich kenne nur Rocher. Ey, jetzt hier keine Schleichwerbung, ja? Wir kriegen kein Geld dafür. Rocha, okay. Rocha, ich kenne bloß Rocha. Ah, okay. Ah, Mann, jetzt hör mal auf, jetzt hätte ich da voll Bock drauf. Rocha! Rocha! Ich finde Product Placement scheiße. Warte irgendwie. Mal, warte mal. Kennst du das? Geil. Wenn du so ein Video siehst, wo du dann merkst, dass es nur wegen dieser Werbung überhaupt existiert, so irgendwie. Ja, was heißt nur? Es wird halt durch die Werbung unterstützt.
Ja, aber guck mal, zum Beispiel schaust du mir diese Technik-Videos. Schon mal in den Sinn gekommen, dass er nicht eine Review zu irgendwas macht, was er will, sondern dass er von der Firma Geld dafür bekommt, dass er eine Review zu dem Produkt macht. Nicht unbedingt Geld dafür, und, aber ja, er kriegt das Produkt teilweise kostenlos gestellt. Ja, aber weißt du's? Dass er es vorstellt und schickt es dann halt wieder zurück. Ja, siehst du, in der Form nehmen die ja auch Einfluss darauf, was er vorstellt, indem die dem einfach kostenlos was zuschicken. Ja, aber es sind ja Sachen, an denen allgemein noch Interesse besteht. Ja, stell dir vor, sonst würde ja jemand die Videos gucken. Wenn du ein Video in deinem Feed bekommst zu einem Produkt, das dich interessiert, schaust du dann das Video trotzdem an? Ja, gute Frage, aber jetzt sag mal, wenn du zwei Produkte von derselben Art hast, zwei Monitore, sagen wir mal, von einer verschiedenen Marke und die einen schicken dem was hin, die anderen nicht. Und ich bin gerade auf der Suche nach Monitor, dann haben die mich sozusagen beeinflusst. Ja gut, er hat den Vorteil, dass er in einem Versandhaus arbeitet, allein ist in dem Fall, ne? Arbeitet bei NCIX. Achso. Das ist ja hier USA und Kanada, das ist sowas wie in Deutschland Alternate. Okay. Also nur halt noch größer. Das heißt, er hat den Zugang zu sämtlicher Technik. Ja. Er bekommt von den Herstellern teilweise Vorserien-Exemplare, also bevor die auf den Markt kommen, zum Vorab-Testen halt. Und das ist halt schon geil. Halt, da ist er. Ja. Ja, ne? Geil, Junge. Jetzt mal safen. Will ich? Yeah! Oh, er hat nicht safe. Ich hab's probiert. Nein! Ich hab alles gegeben. Wir wollen heute in den Forest, Mann. Außerdem die letzte Folge war ja von mir so kurz. War zwar gut, ich fand die gut, ich bin gut erschrocken und wir haben ein bisschen was gelabert so, aber... Karten hier los, so. Aber die war kurz. Und unsere Zuschauer, du kennst sie, sie wollen die Hardcore, die volle Ladung, dreiviertel Stunde, weißt du? Pick. Das ist doch schön. Das ist noch das Büchle. Oh, ist gar nicht da. Ah, doch. Ist gar nicht da. Ist gar nicht da? Ja, ich hab meine Brille nicht auf. Die liegt bloß mitten im Raum. Ich hab meine Brille nicht auf. Ja, was jetzt? Ja, siehst du, das Problem hatte ich vorhin auch. Da kommst du aus dem Raum und weißt nicht, hier, wo bist du hergekommen. Was machst du denn? Nix Scheiß, wie immer halt. Ah, okay, das ist gut. Ja, das ist manchmal fall da runter? Ja, hör auf! Da bin ich auch noch gespannt. Bitte, ja. Nee. Dann ist passiert. Gar nichts passiert. Naja. Siehst du, jetzt wissen wir es wenigstens. Genauso wie da. Da muss nicht wegbleiben, da passiert wirklich nichts. Du tust dir doch die Regeln auch so drehen, wie du willst, oder? Nee, das beruht alles auf Tatsachen. Geh mal jetzt in die nächste Zone, weil sonst kommen wir nicht in den Forest, das ist Tatsache. Ja, sag bloß. Wenn ich den Obergang finde, dann gehe ich da durch. Außer ich könnte nochmal abstellen, jetzt schon einen 14 machen, wenn ich zufällig hinkommen Overgang. Sollte. Das ist, welche Gang ist das? Und dann mache ich dann hier nochmal hier den Strange Bottle und so. Ja, Blut. So. Blut. Sau. Der war ein bisschen schwach. Deswegen sage ich Sau. Overgang. Teddy? Oh. Nicht Teddy, der war doch schon. Und? War das echt wieder Episode? Ah ja doch, weil du nicht hingegangen bist. Natürlich. Ich wäre da natürlich hingegangen, hätte ich mir ordentlich. Die haben wir jetzt schon. Ja, toll. Ausgelutscht. Ausgelutscht, du bist eine Sau. Soll er? Was ist da? Omega. Warhead. Ding, die Weste. Ach so. Bringt sie? Na, eigentlich nicht. Ja, ich weiß nicht. Lass mal das. Bringt eigentlich nicht so viel, ne? Nur bei Ninetale Fox und da bringt es halt einen Schuss mehr wahrscheinlich. Also wenn er in den Kopf schießt. Und Headshot. Dann ist es nämlich instant. Schau bitte! Hey, was ist denn das? Ja, jetzt? Lass ihn doch. Soll er doch kommen. Den packe ich in den Thumbnail, ich sag's dir. Das ist ein Penner. Ah. Aber ich hatte erst in. Wann war das letzte Mal, wo ich den Thumbnail gemacht habe? Bei Update 1.06, da habe ich in den Thumbnail. Den Thumbnail fand ich nicht so toll. Naja. Muss auch mal scheiß Thumbnail sein. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind irgendwie voll getrappt so. It's a trap! Oh nein! Okay, der ist gut, der ist safe. Alles clean. Oh, ist es schon die nächste Zone oder ist es wieder zurück? Das ist Light Containment. Oh nein. Ja, das ist gut, weil dann geh links oder rechts und dann kannst du wieder rum. Dann kannst du nämlich direkt schon wieder in die andere Zone. Das ist scheiße. Mhm. Da kommst du nicht in die andere Zone, dann geh in die andere Richtung. Ist das in Ordnung? Nein, ist es nicht, du kommst da nicht in die Zone. Ja, guck, jetzt entfernst du dich von der Zone. Ja, ich wollte noch erstmal nur abhängen und jetzt kann ich wieder zurückgehen. Ach so, sag's doch gleich.
Hab doch gesagt, ich häng den ab. Und vielleicht auch gar nicht zurückgegangen. Aber nach rechts, da wärst du auch gleich wieder. Na egal. Komm, geh was sonst? Geh einfach wieder in die Zone. Kid Zone. Kennst du die noch? Die Kid Zone? Die Zeitschrift? Kennst du nicht? Nee, ich kenne nur Fox Kids. Nee, das kenne ich nicht. Kid Zone habe ich immer gelesen. So ein Kindersender auf Premiere. Da lagen manchmal. Da lief Digimon Tamers und wie heißt das andere coole? Das ist so ähnliches wie Digimon. Nicht Pokémon, das war auch Fox Kids. Mit so einem, mit Monster so einem, Ranger? Ja, genau, mit so einem Typ, der in so eine Spielewelt gezogen hat. Kam aber auch auf RTL 2. Echt? Okay. Aber zuerst kam es auf Fox Kids. Ich weiß nicht, ich habe Fox Kids nie gesehen. Monster Rangers. Der eine mit dem großen Glubschauge. Ja. Und das, wie heißt es, Mochi? Mochi-Chi? Kann sein. Irgendwie sowas, das hieß es. Hey, der kann doch, oder? Ja, der ist ordentlich gekommen, Alter. Dann gehe ich jetzt Black daran. Juice on the floor. Oh oh. Na toll. Na toll. Wie, hä? Wieder in der Matrix, oder? Oder ist das jetzt ein neuer Type of Room? So fake. Weißt du, dass es ausgeht, dass man denkt, der kommt? Was machst du? Ach, geht's da zurück? Ja. Ja, dann musst du einen Weg in die andere Richtung finden, in die Richtung. Mach ich doch. In den Monitor rein. Mach ich doch. Da rechts. Boah. Rechts. Das war wieder so. Nicht das, was du denkst, mit rechts. Das hab ich gar nicht gedacht. Gut gemacht. Rechts. Wäre ich halt bloß links gegangen. Ja, genau. Meine Schuld, oder? Das ist übrigens Memory Access Violation. Das sieht man jetzt nicht, weil wir mit Fraps aufnehmen. Ja. Ah, du hast gesaved, Junge? Ja, ich hab gesaved. Dann load bitte. Jetzt noch? Echt? Oder ist die Aufnahme jetzt corrupted? Ist eine gute Frage. Aber die müssen wir noch irgendwie herstellen können, oder? Mach mal Stopp. Mach da mal Stopp. Oh, gut. Ja, was? Ich wollte so trotzdem corrupted. Nein, das wäre aber nicht schön. Das war mein eigenes Pendel für die Folge erfüllt. Selfcam haben wir. Du meinst, dass ich weiterspiele, oder was? Ja. Ja gut, Leute, wir haben hier fast eine halbe Stunde. Das heißt, dann spiele ich nächstes Mal an dem Safe Game weiter, wenn wir dann denken, und du nicht wieder irgendwas zurücksetzt. Du spielst an dem Punkt weiter, was soll ich zurücksetzen, solange keine neue Version kommt. Was weiß denn ich, was du da immer machst? Ich mach gar nichts. Komm her und dann hast du dein System neu aufgesetzt. Ja. Das hat man schon. Ich sag's ja nur. Und der CPU hat dann bleibt er derselbe, solange kein Update kommt. Okay. Und wenn ein Update kommt, dann kannst du meistens die Saves von dem alten Spiel nicht mehr laden, dann passiert Memory Access Violation oder sowas. Aber ansonsten kannst du weiterspielen an dem Punkt, an dem ich hier den Ring habe, die Enzyklopädie und den Key. Außerdem eine Omnicard, also das sind eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Ja, gucken wir uns. Für eine erfolgreiche Episode. Und eine erfolgreiche Erkundung des Waldes. Jawohl. In diesem Sinne. Bleibt geschmeidig, subscribed, liked. Teilt das Video, wir wollen vielleicht bis 100. Die 100. Folge sollen viele Leute sehen, würde ich sagen. Ja, bis dahin, müssen wir uns noch überlegen. Wie, was? Was wir da machen? Ja. Ja, so, ich hab schon. In my head. Okay. Hoffen wir, dass was klar ist. Du hast doch auch eine Idee gehabt. Aber ich Done. Tschüss.